Hallo Freunde, ja, willkommen zur nächsten Runde hier bei Let's Play The Golf Club. Und ja, die zweite Runde in Littlebrook Manor geht los. Wir hatten als erstes eine minus 13. Ja, da war noch einiges, was wir noch mehr hätte machen können. Also wir haben zwar einen super Start gehabt mit dem Hole in One in der letzten Folge, das zweite Hole in One und dann auch wieder hier auf diesem Platz. Aber wir haben doch einige Schläge liegen lassen und das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen besser machen, auch wenn der hier schon mal direkt ein bisschen Richtung Bunker geht. Ich hoffe mal, dass der da nicht so weit kommt. Jawohl, sieht gut aus. Da können wir jetzt locker rüberspielen und dann wollen wir einfach mal gucken, dass wir diese minus 13 nochmal unterbieten. Gegenwind. Ja, aber das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Wenn der jetzt noch ein bisschen rollt. Jo, ja, ein bisschen mehr hatte ich mir noch erhofft. Da war der Wind doch stärker, als ich dachte. Also, da müssen wir doch schon ein bisschen mehr kämpfen, als ich dachte hier bei dem ersten Loch. Ah, schade, knapp vorbei. Also, diesmal nur der Start mit Par. Das ist natürlich schade, da fehlt uns jetzt ein Schlag. Im Gegensatz zu den anderen Runden. Aber gut, wir haben ja noch ein paar Löcher, wo wir hier ein bisschen Gas geben können. Wie zum Beispiel hier. Auch wieder so ein unangenehmer Gegenwind. Also mit dem Wind ist es deutlich schwerer, das hier zu spielen. Auch hier wieder ähnlich die Putt-Distanz wie eben. Bisschen länger, bisschen weiter weg das Loch noch. Aber der kommt besser. Ach Gott. Schade. Ja, wieder ein paar. Schade, schade. Also, da hätten wir jetzt auch locker minus 2 sein können. Aber da waren die Putts noch nicht gut genug. Jetzt hier das erste kurze Par 5. Das ist ja das Schöne hier. Hier sind wirklich viele Eagle-Chancen drin. Paar 5s, wo man locker mit dem zweiten aufs Grün kommt. Teilt sogar mit dem Eisen. Und das muss man einfach nutzen. Also 3 Eagles müssen wir hier eigentlich spielen. Und hier auf jeden Fall direkt das erste. Und der kommt auch richtig gut hier. Mit dem Dreier-Eisen. Wenn der jetzt noch ein bisschen genau Richtung Loch läuft, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, ja. Das ist okay. Das ist eine ganz gute Distanz, vor allem für einen Eagle-Putt. Ein bisschen stark, ja, oder ein bisschen viel Break eingeplant. Aber ein Tap-In fürs Birdie ist okay, aber hätte jetzt auch wieder ein Putt weniger sein können. Also wir haben jetzt wirklich pro Bahn ein Putt mehr gebraucht. Das können wir wirklich besser. So, 132, Rückenwind, ja, müsste eigentlich dann hinkommen. Ja. Ja, wunderbarer Schlag, super Annäherung. Und Tap-In zum ersten, nee, zum zweiten Birdie. Na, mein Gott. Und dann lasse ich den zu kurz. Das war natürlich dämlich. Mann, 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 Mann. So, hier müssen wir es jetzt besser machen. Ne? Hier kann man jetzt bei dem Wind vielleicht sogar aufs Grün kommen. Aber der war leider ein bisschen weit rechts. Schade. Vielleicht hüpft er nochmal links rüber. Aber ist auch nicht so schlimm. Aus der Entfernung ist es eigentlich fast egal, ob wir da am Rough liegen oder nicht. Das macht nicht mehr so viel Unterschied. Und der bleibt kurz. Mist, hätte ich nochmal einen länger genommen, dann wären wir da jetzt nochmal 5 Yards näher. Dann wäre es eigentlich perfekt gewesen.
Also die Putts wollen nicht, ne? Das ist jetzt schon das vierte Loch. Oder eigentlich bei dem Loch ja eben auch. Also wir hätten hier jetzt wirklich fünf Schläge weniger haben können. Also wir kommen hier nicht ganz aus dem Saft jetzt in dieser zweiten Runde. Das ist ein bisschen schade. Ah, Mensch. Aber noch haben wir natürlich einige Schläge. Das liegt natürlich nicht nur an den Putts, klar. Wir haben auch einige Annäherungen wirklich besser gemacht in der Runde vorher. Das kann man jetzt nicht nur auf die Putts schieben. Wenn man da nur Tap-ins hat, dann ist es natürlich schon deutlich einfacher. So, der müsste jetzt aber neben dem Flaggenstock liegen gleich. Auch wieder weiter weg, als ich dachte. Eieiei, da müssen wir jetzt wieder kämpfen. Auch wieder rechts vorbei. Diesmal, weil wir den einfach nicht gut genug ausgeführt haben. Und auch wieder, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir waren hier bei den ersten 8, waren wir, glaube ich, bei minus 8 auch. Nach 10 waren wir bei minus 10. Jetzt sind wir bei 7 und sind bei minus 1. Das ist natürlich ein bisschen schwach. So, der kommt aber jetzt mal richtig gut. Kommt er nochmal ein bisschen rechts rüber? Nein. Das sah auch wieder so aus, als wenn er da ein bisschen rechts rüber bouncen kann. Dann liegt er direkt neben der Fahne, aber das täuscht dann wieder so ein bisschen. So, vielleicht jetzt mal ein Putt, der reingeht. Nein. Also, es will einfach nicht laufen, ne? Der Putter ist einfach kalt, so sagt man das. Dann will manchmal nichts fallen. So. Ja, hier brauchen wir gar nicht versuchen, rüberzukommen. Ach, warte mal, das ist ja dieses Par 5. Da hatten wir das beim letzten Mal auch so gemacht, dass wir hier waren. Da waren wir auch denn quasi ein Tap-In zum Eagle. Das wollen wir jetzt ja wieder machen. Da spielen wir hier wieder übers Grün. Und dann brauchen wir nur ein Dreier- oder ein Vierer-Eisen. Da freuen sich dann immer die Greenkeeper, wenn man denn hier vom Grün mit dem Eisen abschlägt. Aber guck mal hier, das ist ein Par 5. 136 Yards jetzt noch bis zum Loch mit Rückenwind. Das ist ein 9er Eisen. Das ist natürlich schon übelst. Sogar noch zu weit gewesen. Also, das sagt schon alles. Das ist wirklich nicht das schwerste Loch. Ja, und ihr seht es, wieder schlecht ausgeführt und deswegen ist es wieder nur der Zwei-Putt. Immerhin diesmal ein Birdie, aber das ist natürlich, ja, eigentlich nicht gut genug. So, die 9, nochmal ein kurzes Par 4. Auch hier hat man mit Rückenwind die Möglichkeit, ja, wobei es geht ein bisschen nach oben, also hat man nicht unbedingt die Möglichkeit aufs Grün zu kommen. Muss man schon einen Fabelschlag machen und ganz viel Glück haben. Aber hier gibt es natürlich keinen Weg um das Paar, um das Birdie rum. Also der nächste Schlag muss natürlich am Stock liegen. Und zwar so, dass man eigentlich nur noch ein Tap-In hat. 37 Yards. Da spielen wir ein P als Flop. Oder auch ein bisschen Rückenwind. Dann lieber nehmen wir lieber das Sandwich als Flop. Und dann müsste der eigentlich direkt dran liegen. Und dann holen wir uns hier das nächste Birdie zu 3 unter. Ja, also wir haben hier wirklich bei den ersten 7 Loch, kann man wirklich sagen, 7 Putts zu viel gebraucht. Bei dem einen ganz fahrlässig, also das hätte jetzt natürlich dann deutlich anders ausgesehen. Die anderen Schläge waren soweit in Ordnung. Wir werden einfach zusehen, dass wir auf den zweiten 9 nochmal ein bisschen Gas geben, damit wir hier zumindest bei 10 unterliegen. Das sollte so das Ziel sein noch. 7 unter kann man pro Runde schaffen. Haben wir bei der letzten Folge auch zweimal geschafft, mehr oder weniger. Und dann werden wir hier jetzt wohl auch die nächste Runde dann schaffen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge zur letzten Folge von
dieser Meisterschaft. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Daumen hoch. Und ja, natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann.